Eben diese Hänger, ne? Gar nicht. Das war kein Hänger, nein, ich habe nur die nächste Aufgabe angestartet. Ah, ups. Achso, oder er kann einfach in die Schule gehen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die Freizeit zu verbringen, die nicht ganz so frei ist. Aber hey. Ja. Aber er ist gut drauf an sich. Ja. Wieso gibt das Freunde Minus? Wahrscheinlich, weil er sich einen Shitstorm mit ihm geleistet hat oder so, keine Ahnung. Nein, du bist sozial. Haben wir es denn so langsam mal? Danke. Weiter essen. Ja, doch. Ein Wrack du heute bist. Ja, passiert schon mal, ne? Wann habe ich eigentlich Arbeit? Um 11 kann ich vorher noch kochen. Nein, die braucht man nicht. Einfach nur zubereiten. Was nehmen wir denn? Weiß ich doch nicht. Käse nehmen. Klingt gut. Blätter? Ja, doch. Da leg dich da rein, ist noch warm. Schief. Okay, jetzt wird's knapp. Essen ordern, ganz, ganz wichtig. Nein, das mache ich nicht, du. Haben wir kein Essen mehr? Nein, der Kühlschrank ist leer. Lebensmittel bestellen, da war's. Jetzt einfach per Telefon machen können. Ich bei dir. Nee. Alles. Soll sich auch lohnen. Irgendwie ist die Übertragung schlechter als gewohnt. Ja? Ja, dann können wir gleich Frage! irgendwas dran ändern. Weil das auswahlmäßig habe ich zum Beispiel gar nicht erst gesehen. Okay, ich brauche Spaß, ich brauche Spaß. Ich glaube, du spielst gerade einfach was, oder? Nein, ich bestelle glaube ich immer noch. Nee. Recherchiere über Kochkunst. Na dann. Na dann. Nein. Ja, ich krieg was Spaß für die Recherche. Aus welchem Grund nochmal was? Achso, ja, die Essen ist hier vorne richtig. Das sah Wollte irgendwie was gerade. sagen, ist das eine Fahrgemeinschaft? Eines sah halt irgendwie aus wie so ein Untiervernichter da. Im ersten Blick. Ah, ja, gut. Ja, dann. Ihr seid auch wieder wach, das ist schön. Ich glaube, wir wurden geweckt vom Klingeln. Nein, ihr wollt sehen, dass es schneit. Scheinbar. Nein, wollen wir nicht. Deck, Boulevard. Morgen. Erstmal zu winken. Weiter essen, bevor es noch gammelig wird. Wo laufe ich hin? Lieferung annehmen. Bitte. Sefladekova? Warte ich. Und tschüss. Und sofort kochen. Nö, reicht nicht mehr. Na, dann haben wir wenigstens was zu essen. Deine Fahrgemeinschaft ist auch eine richtig coole Karre. Ja. Ja, gut, dann geht's automatisch.
Kann noch irgendwer von uns kochen? Ich glaube nicht. Nö. Alle gleich schlecht. Bist du jetzt wieder hin verschwunden? In das blaue Bett. Achso. Ja, dann geh ich konzert ins Telefon. Das klingelt? Es klingelt, ja. Oh. Ja, hörst du halt nicht, ne? Ja, ja. Der ist nicht da, der ist in der Schule. Dave Webby! Nein! Hello, new noob. So, Konz brauchte Sauberkeit erst später. Na dann. Kann ja Schach spielen währenddessen. Das kommt immer gut. Yay. Wenn du deine Decke umwälzt. Passt schon. So von links nach rechts. Bist du bald mal wach? Erst wenn ich wieder mehr Energie habe, vielen Dank. Ach, sieh mal an. Okay, damit hat's das erledigt. Was? Iro! LOL! Ich wusste nicht, dass die in derselben Stadt leben. Tja, scheinbar schon. Nein, du unterhältst dich mit Iro und gehst nicht. Wo ist er eigentlich? Ach, okay. Georg, hast du Konz? warum nicht? Seit wann hast du den schon erstellt? Um Weihnachten rum, deswegen hat er noch die alte Frisur. Ah, okay. Herr Vorleiber, Herr Telefonhörer, was ist denn? Nein, nicht flirten. Noch nicht. Gute Nuga. Kribalag. Janust. Hey, voilà. C'est bon qu'elle est bon. Schamba gutja. Ich darf nicht direkt flirten, ey. Verstehe ich gar nicht. Oh? Ah, Gatto! Was? Ja, nicht so. Was macht die Töle hier? Kaga, Cebosia du, in Lokadu. Mombla du, Krabagalo! Hihihi! Was ist das? Karofa Busta! Ah! Salut! Ich find's schön, wie sie gerade einfach über 9-11 geredet haben. Haben sie? Ich hab nicht drauf geachtet. Ich war mit Flugzeug gefolgt von einem Räuberbild. Und Insekten. Die gehören alle eingesperrt. Ja. Die ganzen Räuber, die Insekten sind. Ja, 9-11. Wie es 9-11 ist. Skalast! Mit sehr viel Alarm und Gerichten. Ja. Let's show! Und noch mehr Gerichten. Ja, Gerichtsfilme und so, ne? Überhaupt Filme. Filme kriegen Preise? Was ist das? Ist das eine Hand gewesen? Lambda Ratsaka. Hey, kennst du eigentlich schon mich? Voll freundlich mit dem da, mit dem du eben Schach gespielt hast. Es hat geschneit. Aber wo ist der eigentlich? Ja, jetzt regnet's. Pen. Gut.
Ja, es hat geschneit. Und dann war kurz Sonne. Und da hinten dampft das Essen. Ja, es war wirklich kurz Sonne. Aber jetzt nicht mehr. Alter, diese Gespräche, ne? Sonne! 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 Nicht Sonne! Sollten wir uns endlich mal entscheiden, wer wen spricht. Ich spreche Gero. Okay. Wolken. Hey! Oh. Und seid ihr auch beide so unglaubliche Sportnudeln? Ja, seid ihr. Ja. Naja, ich mein, Handei ist schon aerodynamisch schwer zu fangen. Aber gut geworfen geht's eigentlich. Du. Man kann noch mehr. Mehr reden. So. Es regnet. Ich wollte Baseball spielen. Du sprichst dir oder sprichst du? Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt können wir jetzt ins Wasser gehen. Hast du nicht viel zu sagen, ne? Nee, gerade nicht. Huch, gehen hier. Auch Teenagerin. Sieht nicht so aus. Freunde. Und Freunde haben voll tolle Flags. Was? Hey, haben sie nicht. Valakushamu? Let's go. Shabuki. Sie haben mit dem Hund gestritten? Ja. Ich glaube, ja. Was kommen hier Leute, was kommen hier heute für Leute lang? Ich weiß es nicht. Da kommt irgendwer wieder. Jo. Barakta? Oh, letzte Woche war nicht besonders toll, aber erstmal Laborassistent Nummer 2. Na, doch nicht. Sternzeichen ist unverfänglich. Boss Logik vor allem. Stand da gerade. Was? Durch? Ja, da stand du brauchst Logik. Ich glaub! Und ich würde mir mal deine Arbeitszeiten anschauen. Ich weiß, dass ich Logik brauche. Ja, erstmal duschen. Nein, ich habe mich gerade gewundert, was ich in den Kakteen getrieben habe. Das ist deine Arbeitskollegin? Ist das nicht die, die wir im Dienst getroffen haben? Nein. Ja, ist sie. Das ist eine andere. Doch, Ilse Markov. Ja? Ja, der Name sagt mir was. Keine Ahnung. Hä? So sieht jetzt schon wieder an mich. Meine Güte. Weil ich stinke, aber egal. Ja, ja. So. Meine Arbeitszeiten. Gut, okay, spät. Brauchst du aber kein 3, meine Güte. Oh, die Glück. Einmal das ganze Haus freudeln. Diese Seitenrocker-Emo-Frisur, die du plötzlich immer hast. Ja, nun, es ist halt, wenn man nach Sahara hat, da werden die länger. Ja. Wurde das? Oh, Lauf Relay. Oh. Wie bin ich der wohl? Oh, man, man, oh. Verdammt. Was ist das für dich? Also stark würfelst du doch eigentlich gar nicht, oder? Ja, doch. Das ist aber ihr irgendwie egal. Ziemlich. Was willst du, Markus? Essen. Gut. Oder abspülen? Gerne. Chaos. Es sind zu viele Menschen in diesem Haus. Ja. Du kannst jetzt duschen gehen. In der Tat. Du hast aber gerade diese Herzchen gesehen, als sie an mich gedacht hat. Habe ich gesehen, ja. Oh, das ist sexy. Oder auch nicht. Wie der verstehen bleibt. Jo.
Erst am Plausch angefangen, im Badezimmer. Ja. Über Anwälte. Auch ein Anwalt, nach dem, was ich hier gesehen habe. Das ist ganz unterschiedlich leider. Was ist das, ein Koffer? Ach, keine Ahnung. Pralinschachtel. Ganz unterster Koffer. Dasselbe ist deine Pralinschachtel. Nimm eine raus und habe eine weniger. Was mache ich? Ich glaube, er will etwas vorlesen. Nein, es ist Wissen. Ich will meine Laufbahn verbessern. Ja, gut, okay. Das sind alles ziemlich schwierige Sachen. Hey, Geo, du musst aufs Klo. Lass mich mit dir über mein Hobby reden. Nämlich die Kochkunst. Das findest du bestimmt voll toll. Ich höre mich, dass sie gerade überlagert wird. Du nicht und Klo und... Ach, keine Ahnung. Wohin? Wir gehen nach Hause. Möglich. Weil er auf Klo muss. Ja. Was ich jetzt zustelle, jetzt hat die Blutstadt. Ja. Ey, ganz, lass uns über mein Hobby reden. Ich hoffe nicht. Komm, so arg ist dein Spaßlevel nicht unten. Ja. Das ist asozial. Renato! Klopf! Kuschas! Elaganda! Ah, diese KI. Danke. Naja, du bist Wissenschaftler und bist momentan Versuchsobjekt. Klar findest du das cool. Du wirst getroffen werden. Oh, ein Sterben oder wie? Wahrscheinlich. Tut's schön, wie einfach, dass die Konzi ganz geflirtet hat und sie sich einfach wie von selbst mit mir versteht. Ich glaube, Fitness und quasi der Körperbau machen einiges aus in diesem Spiel. Ja, du ja, hast auch mittlere Chemie mit ihr. Allein das Aussehen schon in dem Fall schon reicht, weil ich glaube, ich hätte sie auch bedingt. Markus will einfach nichts sagen in der Ecke. Ich will auch ein Social Life. Mein Schulbuddy ist nämlich gerade nach Hause gegangen, weil er pissen musste. Alles ist im Weg. Och. Mir egal, ich sitze hier und esse. Irgendwann sollte man den Kühlschrank. Komm, wir machen hier einfach mal so ein bisschen vor. Das ist alles mit, geht hier gerade ab. Sekunde, das muss ich gerade sortieren. Ihr beide esst, ihr versteht euch, das ist wunderbar. So, was will Markus? Der will Ball spielen, okay. Was will ich mit Markus Ball spielen? Und Gons will Essen machen? Nein. Warum? Nein, das willst du nicht. Willst du bitte aufräumen? Nein, das mit aufräumen meine ich nicht in den Müll. Naja, jetzt spielen wir halt da. Das ist so anstrengend. Wollen wir einfach unser Gespräch vertonen? Wir könnten, ja. Menschen. Hi. Danke. Gleich vorbei. Menschen! Ja, die fahrende Menschen. Kopfbewegung. Please come on. Yeah. Danke, Herr Ober. Hallo. Hallo. Hey, Blodet. Hallo? So, muss ich Max beim Hausaufgaben helfen. Wie auch immer das ging.
Nein, ich muss erst die Hausaufgaben hier um rausnehmen, eben. Oder? Dann helfen keine, bei. Hat keine Aufgaben? Anscheinend nicht. Doch, liegen da. Glaube ich. Oder? Also, machen ja. Nicht. Wow. Vorne! Oh. Kriege ich dann endlich diesen bescheuerten Punkt? Duga. Schnick. Hallo, Gudu. Ja. Machen wir so Aufgaben hier. Da ist sehr voll. Naja, schauen wir mal. Ja, aber wir sitzen ja nur. Also du sitzt, also nicht du, Markus, ja, sitzt und ja. Nein, der Tisch ist weg. Willst du mir immer noch den Hausaufgaben helfen? Ja, will ich immer noch. Ja, dann komm hierher, die haben sich nämlich direkt teleportiert. Mhm. So, guck mal zu. So, intensiv. That ass. Er schaut nämlich einfach hin. Ja. Wie er hinschaut. Oh mein. Nice. Habe ich meinen Punkt bekommen. Endlich, danke schön. Ich find's auch schön, wie gut du ihm hilfst. Du stehst einfach nur da und schaust ihn an. Mhm. Machst du gut, Sohn. Mhm. Und guck gelegentlich mal hier hin. Das ist einfach unglaublich. Was haben wir noch? Wir müssen Gartenarbeit überreden. Wir haben eigentlich nichts, was man Gartenarbeit machen könnte. Info. Gartenarbeit? 2000. Hi. Akbug, Galabanon, Kibor, Vigi. Timlen? Kannst du mich einen Wolf sehen? Ach ja. Ich bin ein gestresstes Individuum. Sims 3 spielen, es sind 2, warum nicht? Jogadug! Was wir irgendwann brauchen, ist irgendwas, was uns richtig gut Spaß gibt. Ja. Ja, die ins Bett gehen, haben wir schon mal eine Person weniger, die hier umturnt. Ja, geh doch spielen. Ich stand mir jetzt gerade eben noch im Weg. Schön machst du das. Find sie auch. Ich wollte sagen, sie feuert mich dabei an, oder wie? Ja, und hat gerade ganz demonstrativ den Kopf zwischen die Scheren schneiden gesteckt. Und pflückt Disteln. Freundlich, die Frau, die hilft einfach dabei. Ja. Die will das von mir. Mhm. Genau, Kakteen gießen, weil das so wichtig ist. Hat ja nicht gerade eben erst geregnet, das reicht den Kakteen nicht jahrelang. Jo, jetzt fängt ihr wieder zusammen. Ja, Wir sind halt Sport. Begeistert. Wow, ich bin der Einzige momentan, der es schafft, diesen Ball zu fangen. Manchmal. Also ab und zu. Er soll joggen gehen. Ja, du? Ja, und Ilse, ne? Ja. Wenn du willst, joggen gehen. Ja.
Bam, mhm. Sexy. Ich hab vergessen, dass das ja auch die Klamotten sind, ja. Mhm. So, bleibt nur noch Konstantin. Bis ich erstmal. Was braucht er? Gar nichts braucht er. Aufs Bett flätzt. Mhm. Ich bin erstaunt, dass man so aggressiv Sims spielen kann. Wieso aggressiv? Achso, ja. Njau, njau, njau. Ja, Schuhe! Der Blickwinkel muss ja stimmen. Ja, ja. Aber ja, das ist sehr viel Körpereinsatz. So viel bewege ich mich im Leben nicht, egal was ich spiele. Hm. Wenn es ihm Spaß macht. Das ist auch mal okay. Gut. Er hat die Auswahl zwischen den ganzen zwei Spielen, also wird es ihm wohl Spaß machen. Ja. Spaß ist genug. Ins Bett mit dir. Beziehungsweise die Hausaufgaben eigentlich fertig. Wirkt das nur so oder ist der Kühlschrank komplett versifft? Das sah der immer so aus. Der sah immer so aus. Das ist der billigste okay. Kühlschrank. Wo sind die Hausaufgaben gelandet? Hat er sie wieder eingepackt? Sein Inventar ist leer. Sind die bei mehr fertigen Hausaufgaben nicht immer weg? Ich weiß es nicht. Ganz so. Draußen ist die Zeitung. Hab ich die geklaut? Nö. Ich glaube, die waren weg, wenn die fertig waren. Na dann. Ich sehe sie auf jeden Fall nirgendwo. Rennen gehen. Du hast Hunger. Ja. Ich muss auch heute wieder arbeiten. Mhm. Wegen. Erst essen, dann schlafen. Ja. Also ich hoffe, das klappt diesmal auch. Ja, denke ich schon. Oh nein! So, jetzt lass dich doch mal von ihm halt umgarnen. Ein Date bitten. Ich. Was? Jetzt einfach so nochmal. Einfach direkt. Also, nachdem du die ganze Zeit mit meinem Kumpel abgehangen bist. Mhm. Ja, ich meine, die verstehen sich ja recht gut. Wenn ja, das schon. Lustige Dreiecksbeziehungen aufbauen. Ja. Ja, weiß nicht, willst du sie haben oder willst du sie nicht haben? Pff, eigentlich nicht unbedingt. Habe ich euch das einfach gesagt? Begrüßt werden. Ah, okay. So sieht das also aus. Das war eine sehr freundschaftliche Begrüßung. Und das war eigentlich ziemlich eindeutig. Mhm. Mampf. Ich finde schön, wie ich eigentlich weniger esse, als ich weg. Nein, 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 nein. Danke. Ich hab's befürchtet. Und ich habe es dir gesagt, dass es passiert. Wenigstens kann ich selbst rückgängig machen. Vorher ging es ja nicht. Oder iss selbst. Hast du Hunger? Ja, hast du. Also iss selbst. Über Sport kannst du später recherchieren. Ich finde interessant, wie meine Schlafklamotte quasi so das Maler. Standard das, das Standard Herr Münch Outfit ist. Echt? Okay. Oh, kann sein. Ja, irgend so eine Kappe. Naja, Holzfällerhemd. Ja, aber so eine Kappe. Habe ich nie gesehen bei ihm. Ja, nicht so eine, aber doch. Ist schön. Doch. Er hat Angst, aber auf den List getroffen zu werden und ich will das. Komischer Mensch. Wie dem auch sei, ich brauchte drei Sauberkeit. Man
man nicht einfach sich sauber lesen? Man kann, aber... Aber lesen dauert genauso lang, ne? Ja. Oh, danke Bildschirm, schalt dich aus. Ja, wenn du so lange es tust. Ja, aber ist eine halbe Stunde. Am nächsten habe ich relativ späte Arbeitszeiten. Einziger. Naja, dann. Wieso hast du noch Energie? Nee, irgendwie nicht. Willst du schlafen? Ach, egal. Das kann man noch irgendwas anderes tun. Was lernen vielleicht. Bei dem Brandfall ist gleich einmal. Ich wollte sagen, das Verhalten im Brandfall. Tralali, tralala. So, jetzt müssen alle weg. Ja. Ja. So, Bedürfnisse, Min-Maxing. Du musst aufs Klo, ganz dringend. Ich brauch noch nicht. Ja, haben Hunger. Dann mach mal was zu essen, ne? Mach ich was zu essen. Gefüllte Waffeln, klingt gut. Klingt nach einem guten Frühstück. Ja, sehr nahrhaft. Bin ich kein Luftback mehr, sondern ein großer Lenker. Haha. Weil jeder große Denker vom Biss getroffen werden will. Ja. So ein Eureka-Moment. Du bist ja gar nicht mehr. Bitte? Du bist ja gar nicht mehr. Nö. Jetzt habe ich ja geschlafen, jetzt habe ich mir das Ganze überlegt. Naja, was willst du jetzt alles? Vögel beobachten, Käfer fangen und... Fähigkeitspunkte halten. Ja, das wird passieren. Ah. Mal aus der Stelle bekommt, ist eher zweifelhaft eigentlich, aber... Das ist anzuzweifeln. Mhm. Das ist meine Fahrgemeinschaft. Abverpennt, ja. Na dann. Ich muss auch jetzt arbeiten, ne? Ja, um 9. Hast du gut gemacht. Ja, passt schon. Markus Bus sollte auch gleich kommen. Alles ganz perfekt. Bitte auf die Tatsache, dass keiner von uns wirklich was essen kann. Ja, deswegen höre ich es gerade mit Servieren auch auf, hoffentlich. Ah, Lärm, Mashiva. Lass sie weglegen. Jo, alle weg. Ich ganz alleine. Dann kannst du jetzt mal einen Hausputz veranstalten. Nee, für mich, ja. Der Hausputz habe ich ja eben schon veranstaltet. Nee, du bist noch da. Ja, geschwind, laufe er. Es gibt einfach nichts mehr zu putzen, ist alles schon sauber. Doch, da ist was. Lese ein Buch über das Putzen. Ja. Nein, nicht Buch lesen, lernen. Sauberkeit. Fast forward, ja.